Landschaft finde ich einfach ein faszinierendes Thema. Wir nehmen sie eigentlich als etwas Gegebenes wahr, was ganz ursprünglich von der Natur da ist. Aber eigentlich entsteht ja ein Abbild der Landschaft erst im Auge des Betrachters. Mein Name ist Stefan Gabel, ich bin Creative Director bei Zimmer und Rode. Die diesjährige Kollektion ist inspiriert von der Schönheit und der Reichheit natürlicher Silhouetten, Formen, Texturen. In Wirklichkeit ist ja Landschaft eben auch heute sehr stark geprägt schon vom Menschen. Außerdem finde ich spannend an dem Begriff Landschaft, dass er eben in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet werden kann. Also wir sprechen heute eben von ursprünglichen Landschaften, wir sprechen von urbanen Landschaften, wir sprechen auch von Wohnlandschaften. Eines meiner Lieblingsdesigns in der Kollektion ist ein sehr erzählerisches Motiv. Und wir haben hier mit diesen japanischen Landschaftsaquarellen gearbeitet. Aber wir fanden einfach, es fehlt was. Und deswegen haben wir uns mehr mit der Rückseite beschäftigt, die am Anfang noch nicht so schön geordnet aussah. Dann durch verschiedene Scherprozesse eben hier diese wunderbar plastischen Details zeigt, wo wir dann noch mal einen Schritt weiter in Richtung Moderne gehen, ist dann dieses sehr schöne, klare Schwarz-Weiß-Kolorit. Etwas näher rangegangen sind wir bei diesem Artikel, den wir Canyon genannt haben. Wir haben hier eher mit der Farbigkeit und mit der Textur von Landschaft gespielt. Ja, so sieht dann sowas oft aus der Ferne aus. Wenn man dann näher rangeht, sieht man hier zum Beispiel, wie solche Steine, die man da rausbricht, aussehen können. Obwohl wir ganz unterschiedliche Materialien haben. Einmal dieser schwere Stein und dann die Umsetzung als transparentes Gewebe mit diesen unterschiedlichen Schussgarn. Unser Lebensstil urbanisiert sich mehr und mehr. Das heißt, wir entfremden uns eigentlich in unserem Alltag immer mehr von der Natur. Und ich merke das auch bei mir selber, dass mir das unheimlich viel gibt, in der Natur selber zu sein und die Gedanken einfach fließen können und die Inspiration eben ganz natürlich kommt.